Autofahrer haben keine Chance. Der LKW schiebt die Autos einfach zusammen. Jeden Tag sterben im Durchschnitt 2 Menschen bei schweren LKW-Unfällen in Deutschland. Vor allem am Stauende. Viele Autofahrer fliehen deshalb vor dem Stau auf den nächsten Rastplatz. Sie wollen auf keinen Fall in eine tödliche Falle geraten. Ich gucke ständig in den Rückspiegel. Weil es könnte sein, dass das jemand nicht mitbekommt. Ja, weil man eben Angst hat, dass sie unaufmerksam sind und die Bremse nicht treten, wenn es Not tut. Wenn Stau die Lichter angeht, weiß man, okay, muss man schnell da hinten gucken, kann irgendwas passieren. Beängstigend, finde ich, weil man sich nicht sicher ist, ist der jetzt so aufmerksam, dass er das mitbekommt, dass das Stauende da ist. Manchmal sind die auch abgelenkt. Zu oft haben die Fahrer anderes zu tun. Trommeln, telefonieren und auch filmen. Im Internet kann man dann ihre lustigen Clips sehen. Da wird's mit Feuer gespielt. Da wird's Comedy gemacht. Da wird gesungen. Und immer wird alles gefilmt. Häufig während der Fahrt. Wir haben einen Interviewtermin bei der Autobahnpolizei. Auf dem Weg dahin leiten sie uns um zu diesem Großeinsatz. Die komplette Fahrbahn ist gesperrt. Wenige Minuten zuvor hatte hier ein LKW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Zuerst raste er mit fast 100 Stundenkilometern in die Leitplanke. Ist dann nach links über die Fahrbahn, hat den auf dem ganz linken Fahrstreifen fahrenden Daimler seitlich getroffen, hat den dann in die Betonschutzwand reingedrückt und ist selber mit seiner Zupfmaschine auf die Betonschutzwand geraten, ist auf der Betonschutzwand halt noch weiter geschlittert, 50 Meter mindestens, und hat dabei dann auch halt sich den Dieseltank aufgerissen, hat viel Diesel verloren. Alle haben den schweren Unfall überlebt. Nun untersucht die Polizei das Führerhaus. Wodurch war der Fahrer womöglich abgelenkt? So ein großes Tablet geht auch schon als LCD-Fernseher bald durch, ne? Handy. Während wir das Interview führen, filmen prompt auf der anderen Fahrbahnseite LKW-Fahrer den Unfall. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Ordnungswidrigkeit, ne? Nur können wir in dem Moment jetzt natürlich erstmal nichts machen. Wir müssen uns erstmal um das Wesentliche kümmern, hier ist ja klar. Es geht darum, dass dann auf der Seite wieder eine Gefährdung entsteht, weil die LKW-Fahrer oder die Fahrzeugführer dann wieder abgelenkt sind und es dann auch wieder meist zu Folgeunfällen kommen kann, ne? Norbert Gutkowski überwacht den LKW-Verkehr von einer Brücke aus. Er misst, ob die LKW ihren Abstand einhalten. Natürlich bekommt er an seinen Monitoren auch mit, was die Fahrer alles so während der Fahrt machen. Nebenbei werden noch Kaffee gekocht, Videos geschaut auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Teilweise wird auch auf dem Laptop gespielt, indem Computerspiele gespielt werden während der Fahrt. Und das sind also alle Sachen, die ablenken und keine sichere Fahrweise garantieren. Und manchmal sieht der Fahrer, die sich etwas zu gemütlich gemacht haben. Ja, das Neueste war so ein LKW-Fahrer, der sich also ein Sexfilmchen angeschaut hat. Und wir haben ihn dann auch daraufhin kontrolliert und angesprochen. Er hat es erst abgestritten, aber letztendlich kam doch dann die entsprechende DVD aus dem Laufwerk zum Vorschein. Ja, dann denke ich mir, die Leute sind verrückt. Also so etwas ist nicht normal. Willi Schnieders ist jahrzehntelang selbst LKW gefahren. Er weiß, dass das Fahren trotz großen Zeitdrucks sehr eintönig ist. Das ist einfach die Langeweile. Diese 4,5 Stunden, 4,5 Stunden, wo sie fahren dürfen, lenken die sich selber ein bisschen ab, um so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Norbert Gutkowski wertet zusammen mit seinem Kollegen Christian Frekers die Aufnahmen aus. Beide haben Verständnis für LKW-Fahrer, können aber so etwas nicht durchgehen lassen. Wir empfinden das als Kampf gegen Windmühlen. Wir sind immer bedacht, Leute darauf anzusprechen oder zu verwarnen, darauf hinzuweisen, was für ein Fehlverhalten sie gerade begehen. 2 Minuten später hat man den nächsten Fall und ist dann wieder mit der gleichen Situation konfrontiert. Das ist natürlich teilweise niederschmetternd, weil es halt exorbitant zunimmt. Und dann kommt es zu solchen Unfällen. Ungebremst fahren die Lastwagen aufs Stauende auf. Das liegt auch daran, dass die Fahrer ihren Bremsassistenten abgeschaltet haben. Grundsätzlich ist der Bremsassistent bei neu zugelassenen Lkw vorgeschrieben, kann aber zurzeit noch durch den Fahrzeugführer abgeschaltet werden. Und das wird in der Praxis so auch gemacht. Also wir hatten mehrere Fälle, auch Unfälle, wo wir nachweisen konnten, dass der Bremsassistent zur Unfallzeit abgeschaltet war.
Und in der Rückschau kann man ja sagen, wenn der Bremsassistent aktiv gewesen wäre, wäre der Unfall zumindest abgemildert worden oder im Optimalfall hätte nicht so passiert. Viele schalten die lebensrettende Technik ab, um durch Bremsmanöver keine Minute zu verlieren. Der wirtschaftliche Druck ist so groß, dass die Fahrer auch ihren Fahrtenschreiber manipulieren. Wenn sie dann zum Entladen kommen, stellen sie das Kontrollgerät offiziell auf Pause. Die Fahrer machen aber keine Pause, sondern Schwerstarbeit. Auch Willi Schnieders musste das machen, der Vorsitzende der Kraftfahrergewerkschaft. Die Fahrer müssen ihre Fahrzeuge selber entladen. Das wird immer schlimmer. Die großen Discounter planen gar keine eigenen Leute mehr ein. Die lassen es alles über den Fahrer, über das Fahrpersonal machen. Und dann erst beginnt die Pause. Auf diesem Rastplatz sind es über 30 Grad. Die Sonne brennt auf die Fahrerkabine. Der Motor rattert und schaukelt das Führerhaus, denn die meisten Lkw haben keine Standklimaanlage. So versuchen viele Fahrer dennoch etwas Schlaf zu bekommen, was nicht immer gelingt. Der Körper, der holt sich seinen Schlaf. Irgendwann sind die Augen zu. Und das womöglich vor dem nächsten Stauende.